Dancing with Demons. Willkommen, liebe Freunde. Sehr geehrte Kaiserechsen, guten Tag. Wie läuft es mit eurem Geheimdienst? Und wie geht es eurer Diffamierungsarmee? Nicht, dass es mich interessieren würde. Oder, dass ich auch nur irgendetwas davon mitbekommen hätte. Denn der Mungo ist bei einem solchen Wetter draußen und keinesfalls an einem Computer vorzufinden. Was sollte er auch bei einem solchen Wetter dort? Er ist im Garten und arbeitet. Denn draußen ist das Leben. Demnach ist bei einem solchen Wetter drinnen am PC nicht das Leben. Wer könnte also bei einem solchen Wetter den Elan besitzen, gegen den ewigen Mungo zu wettern? Auf ihren Kanälen schreiben sie dies und das und wollen dich davon überzeugen, dass ich Unrecht habe. Sie sind viele, ich bin nur einer. Und auch wenn es nur einer ist, der die Wahrheit sagt, so ist es dennoch die Wahrheit. Und genauso ist es immer noch eine Unwahrheit, selbst wenn Hunderte sie behaupten. Keine Sorge, liebe Hammer-Fangemeinde, euch fertige ich auch noch ab. Aber zusammen mit einigen anderen. Aber das wisst ihr ja alles. Ich verspreche, ich bringe es auch noch heraus, bevor ihr alle an Krebs verreckt. So wie auch euer Kt. Aber ich mache diesen Beitrag natürlich erst fertig, wenn das Wetter nicht mehr so gut ist. Ich opfere doch nicht diese Zeit für Tote. Höre nicht auf sie und gehe auch in die Natur, in die Sonne. Leg die Milka weg, die Milka Alpenmilch, leg sie weg. Nicht Milka Alpenmilch, Klimagletschermilch. Die ist viel besser und fließt aus den Gletscherzungen, wenn die Temperatur steigt. Was ist Gletschermilch? Bist du die Klima-Gletschermilchkuh? Ja? Gut. Gletschermilch ist geschmolzenes Eis, trüb geworden durch kleinste Steinpartikel, die der Gletscher auf seinem Weg zermalmte. Zermalmter Berg. In dieser Milch ist jedes Spurenelement, das es gibt, enthalten. In den Bergen lebende trinken diese Gletschermilch als Zusatz für die nur sehr wenig gehaltvolle Nahrung, die man auf dieser Höhe anbauen kann. Der sterbende Gletscher bringt also neue Nährstoffe, wenn die Temperatur steigt, automatisch mit dem Temperaturanstieg. Ja. Und das ist gut. Ja, das ist gut. Diese Mengen, die dort frei geworden sind, sind durchaus klimarelevant. Es handelt sich um ungefähr die Menge CO2-Äquivalent, die Deutschland innerhalb von 10 Tagen ausstößt. Glaube nicht dem klasse Captain Klima. Das Klima ist nicht in Gefahr, selbst wenn seine Nase glänzt. Immer wenn die Nase glänzt, ist das Klima in Gefahr. Ich verrate dir etwas, mein Freund. Es gibt keine Klimakiller. Wer sollte wie das Klima killen können? Das ist absoluter Schwachsinn. Das Klima kann nicht gekillt werden. Das Klima ist eine Zusammenfassung der Wettererscheinungen und wird interpretiert. Maximal könnte ein solcher Killer etwas sein, der das aktuell vorherrschende Klima verändert. Es gibt also höchstens Klimawandler und Klimaveränderer. Es gibt keine Klimakiller, Klimaskeptiker oder Klimaleugner. Ich bitte dich. Es gibt Klimawandelbefürworter und ich zeige dir 3. Mungo Anwalt Außendienst, Mitarbeiter, Klimawandelbefürworter. So sehr sich die Hammerechsen noch aufbäumen. Das Klima änderte sich schon immer und es wird sich weiterhin genauso verändern, wie es sich verändern will. Denn auf das eine folgt das nächste. Hört eine Eiszeit auf, folgt darauf eine
Warmzeit. Du befindest dich in den Anfängen einer Warmzeit. Das kannst du daran erkennen, dass es zwar noch sehr viele Eismassen gibt, aber die Temperatur steigt. Und ganz ohne den Einfluss des Menschen entstand die Eiszeit und wird auch die Warmzeit entstehen. Denn der Mensch hat darauf in keinster Weise auch nur irgendeinen Einfluss. Egal wie hoch die CO2-Steuer sein wird. Der Anstieg von CO2 ist das Resultat einer Klimaerwärmung und nicht ihr Grund. Warum sollte das so sein, ewiger Mungo? Lieber Schlitzrüssler, bei einer höheren Temperatur schmilzt mehr Eis, wodurch mehr CO2 freigesetzt wird. Jahrzehntelang fragten sie sich, so erklären sie es dir, wieso die CO2-Konzentration während der Eiszeit so niedrig war. Wenn das Eis schmilzt, gibt es mehr CO2 für mehr Pflanzen. Ja, und die machen mehr Sauerstoff für noch mehr Tiere. Ja. Dann kommt es also durch den Temperaturanstieg zu erhöhten Mengen von Nährstoffen auf der Erde, mehr CO2, das freigesetzt wird, wodurch mehr Tiere entstehen können. Ja. Und die Tiere machen mehr Dünger für noch mehr Pflanzen. Ja. CO2 hat entscheidenden Einfluss auf Pflanzen. Es gibt nur wenige Pflanzen, die von einem niedrigen CO2-Gehalt in der Atmosphäre profitieren. Alle übrigen Pflanzen werden durch mehr CO2 nahrhafter und größer. Ein verbessertes Wachstum aufgrund von niedrigen CO2-Werten zeigt fast ausschließlich nur der Sequoia sempervirens. Das würde bedeuten, er wäre einer der größten Bäume, wenn der CO2-Gehalt recht niedrig in der Atmosphäre wäre. Aber was ist der Sequoia sempervirens? Der Küstenmammutbaum, zusammen mit dem Rieseneukalyptus die größte Baumart der Erde. Mammutbäume schmecken mir nicht. Dem ewigen Mungo schmecken die auch nicht, lieber Rüsselspringer. Was könnte man da wohl tun? Mehr... Ja. Mehr CO2? Ja. Ja. Ihr Versuch, das Klima zu retten, ist der fadenscheinige Trick, dich besteuern und kontrollieren zu können. Nichts anderes. Sie drängen dich in die Schuld und dann bezahlst du gerne, denn du bist ein Klimaschädling. Aber das Klima kann nicht gekillt werden. Das Klima kann auch nicht gerettet werden. Das Klima muss nicht gerettet werden. Höre auf den alten Schlitzrüssler. Zündet die Feuer an! Zündet die Feuer an. Dancing with Demons, ich bin für die Natur und gegen Dämonen. Mach es gut.